Mein Name ist Mike Burschig. Ich bin noch keine 60 Jahre alt, ein paar Wochen. Und ja, zum Roosters gehe ich quasi seit Anfang an und mit dem Eishockey oder zum ECD seit 1970 hat mein Vater mich mitgenommen, da habe ich das erste Spiel gesehen und danach quasi infiziert und bis heute nicht mehr davon losgekommen. Erstes Spiel war hier ein Heimspiel zu Hause. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es war gegen Peiting seinerzeit, das erste Spiel. Und mein Onkel war mit und mein Vater. Und wir haben gestanden auf der gegenüberliegenden Seite, also unterhalb der jetzigen Stehplatzseite. Und das, was mich am meisten damals als Kind halt beeindruckt hat, war jedes Mal, wenn irgendwie einer lag von den Gegnern oder so, damals war es ja auch noch etwas körperlicher, wenn die ganze Stehplatzseite gerufen hat, heul doch, das war völlig beeindruckend für so einen Sechsjährigen. Wir haben die ersten Dauerkarten gehabt auf Stehplatz noch. Das war drüben auf der anderen Seite, das war in den 80ern. Und dann haben wir eine kleine Pause gehabt mit den Dauerkarten Ende der 90er und haben jetzt die Dauerkarten, wo wir jetzt sitzen im Block A seit 2001. Wir treffen uns meistens bei mir, weil ich relativ nah an der Halle wohne und wir auch gute Parkmöglichkeiten haben. Dann kommen ein paar Bekannte, Freunde vorbei, die auch eigentlich alle eine Dauerkarte haben. Ab und zu mal auch welche, die mit Einzelkarten kommen. Trinken ein bisschen, quatschen ein bisschen, weißt du, bereiten uns schon mal vor, sprechen, was war das letzte Spiel, was erwarten war, was soll werden, wie geht's weiter, freuen uns und dann bringen wir uns so langsam in Stimmung. Hören schon mal ein bisschen Eishockeymusik dabei, weißt du, und dann geht's so langsam los. Dadurch, dass ich da wohne, sammeln wir halt am Ende des Spiels unsere Becher ein. Deshalb habe ich immer quasi so einen Stapel Becher, wenn wir ankommen, und hole dann die erste Runde. Weil wir sind meistens so zwischen 8 und 12 und das hat 10, kannst du halt noch gut tragen. Und dann hole ich halt die erste Runde mit 10, die durchgehen und dann holt der Nächste die Nächste. Also es ist nicht, dass ich jedes Drittel 30 Bier hole oder so, sondern das geht schon reihum, also passt schon. Also das Eishockey im Sauerland oder speziell in Iserlohn logischerweise, aber es zieht ja ins ganze Sauerland rein. Das vereint so ein bisschen die Region und das ist so das Einzige, wenn du irgendwo bist im Urlaub oder im Ausland und sagst, wo du herkommst, kann erstmal keiner was mit anfangen, außer wenn du dann sagst Iserlohn, dann sagt jeder sofort Eishockey. Also ich sag mal so eine lustige Geschichte, ich gehe mit den Kindern am Strand Alcudia da ran, hab ein Roosters T-Shirt an, ruft aus so einer Strandbar so ein Kollege, ey, Iserlohn, erkennt sofort auch jeder.
Und stellt sich raus, das war der Mannschaftskapitän von Köln in der Meisterjahr 56, 57 oder sowas, der uns dann seine Geschichte erzählt hat und Bier getrunken und sowas. Solche Erlebnisse hast du ohne das Eisekönig. Diese ganze Geschichte, wo immer du bist, reduziert sie, wenn du Iserlohn sagst, sofort sagt dir jeder Eishockey. Und das ist einfach ja auch ein Traum, das ist schön. Das Gemeinschaftsgefühl bezieht sich jetzt nicht nur auf den reinen Spieltag oder auf das reine Spiel, sondern dadurch, dass man sich jetzt schon relativ lange kennt oder auch wenn neue dazukommen, man trifft sich in der Woche, redet über die Roosters, man WhatsAppt über die Roosters, wir sprechen über Transfers, über andere Spieler, die uns helfen können oder die uns halt nicht geholfen haben. Und es ist ein stetiger Austausch, in dem man ist, oder man plant halt Auswärtsfahrten mit den Leuten. Ich sag mal, ein schönes Beispiel war, vor uns sitzt ein Junge, der jetzt auch Anfang 30 ist. Der war 38 Jahre lang, ist sein Papa dahin gegangen. Der ist leider verstorben letztes Jahr. Und da haben wir dann beim letzten Spiel gegen Nürnberg, haben wir seinen alten Platz freigelassen, haben so ein kleines Blumenbesteck dahingestellt und so eine Kerze, damit er halt nochmal dabei ist. Also, und haben uns vorgestellt, dass er jetzt das Spiel halt sieht oder weiß zumindest, dass wir an ihn denken, wenn wir in der Eishalle sind, weil für den das auch ein und alles war, hier hinzukommen. Ja, prinzipiell ist die Stimmung, die verbreiten, sensationell. Ich glaube, ich fahre ja auch relativ viel auswärts, da stehen wir ja auch öfter mal. Das gibt es halt in keiner anderen Halle. Ja, und deshalb, wenn die anderen oder die gegnerischen Mannschaften sagen, dass das hier ungewohnt laut ist, das ist tatsächlich so. Auch wenn man das hier als alltäglich wahrnimmt. Ob ich mit in die zweite Liga sehe, stellt sich nicht, weil das ist ja mein Verein. Ja? Das ist jetzt nicht so dahergesagt, sondern ob das jetzt zweite Liga ist, zur Not auch Oberliga, am Ende bleibt es ja mein Verein, bleibt der Iserlohner EC. Und deshalb würde ich ja auf jeden Fall mitgehen. Das ist, also die Frage hat sich nie gestellt. Das Schöne wäre, man sieht mal andere Eishallen, aber kann ich gerne darauf verzichten. Also ich würde viel lieber die gleichen Eishallen sehen wie diese Saison. Also es gibt, wenn wir sowas machen, den Köln, das ist eine Geschichte, das ist dieser Doppelhalter. Das ist das alte Roosters-Zeichen ja noch, das zweite, was wir hatten. Da haben wir mal eine Fahne gekauft und dann hieß es, man darf keine Fahnen mitnehmen auswärts. Und dann haben wir einen Doppelhalter draus gebastelt. Und der ist eigentlich bei jedem Auswärtsspiel dabei, wenn wir auswärts fahren. Die großen Fahnen wird dann schon etwas schwieriger, kriegt man auswärts auch meistens nicht mit rein, machen die Theater. Da haben wir mal mit angefangen, die erste war für Alex Pieten, weil er Italiener war, weil wir so ein bisschen Italo-lastig sind, haben wir so eine italienische Fahne für ihn gemacht und haben dann für Alec McCreer, den ich, wie gesagt, verteidigerlastig bin, haben wir für Alec McCreer eine gemacht, weil er aus Kalifornien kommt, die kalifornische Fahne noch mit eingebaut und die Roosters-Fahne. Ja, das ist der Yannick, hat bei uns im Haus gewohnt. Als er hier bei den Roosters hier rübergekommen ist, da war er gerade 17, da war diese Corona-Zeit. Dann haben wir den so ein bisschen quasi aufgenommen. Dann haben wir seine Eltern kennengelernt, seinen Bruder kennengelernt. Dann ist er nach Spokane gegangen und dann ist aber dieser Kontakt halt nie so richtig abgebrochen. Und also wir stehen jetzt quasi noch sehr häufig im Kontakt. Ich fand es halt super traurig, als der nach Mannheim gegangen ist. Ich meine, für ihn natürlich eine gute Chance, aber ich hätte es halt gerne gehabt, wenn er hier geblieben wäre. U20 WM in Kanada und da hatte der Tobi Abstreiter, hatte die Spielereltern angeschrieben, weil die über Weihnachten da waren, die Jungs, dass sie denen Weihnachtsgrüße schicken sollten und dass die halt zu Weihnachten dann die den Spielern zeigen, wenn die abends zusammen essen. Und da hatten vom Yannick die Eltern gefragt, ob wir ihm mich auch was schicken könnten. Und dann haben wir so ein kleines Weihnachtsvideo gemacht, was sie dann da bei der Mannschaft vorgespielt haben. Day,